Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich auch dieses Jahr wieder zum Bericht über das Jahr 2019 und die Vorschau auf 2020 der Mestemacher Firmengruppe. Herzlich willkommen heiße ich Sie auch alle, auch im Namen der Gesellschafter und Gesellschafterinnen der Mestemacher Gruppe, meinem Bruder Fritz Detmers, seiner Ehefrau Helma Detmers sowie meiner Frau Professor Dr. Ulrike Detmers und auch in meinem Namen. Ganz herzlich begrüßen wir heute unsere Gastrednerin, Frau Kerstin Schwendker-Pulcher aus der Leitung Personal der Unternehmensgruppe Hagedorn, die uns Kurzvorträge zu dem Thema Hagedorn Insight halten wird. Natürlich begrüße ich Sie auch im Namen des Teams und unseres Führungskreises, welcher neu in der Mestemacher Management GmbH zusammengefasst worden ist. Auf dieser Folie können Sie sehen, wie der neue Führungskreis der Mestemacher Management GmbH aussehen wird. Zunächst einmal von rechts nach links, mein Bruder Fritz Detmers, der seit 1985 im Unternehmen ist und jetzt noch das Ressort Einkauf verwaltet. Er hat schon die meisten seiner Aufgaben an Herrn Kim Vollmeck übertragen, der immerhin schon seit 2008 in der Mestemacher Gruppe ist. Meine Frau Professor Dr. Ulrike Detmers ist seit 1994 in der Gruppe tätig und nunmehr als Vorsitzende der Geschäftsführung, als Prima inter pares sowie als Sprecherin der Gruppe tätig. In dieser Funktion nimmt sie die Moderation und Gesprächsführung dieses gleichberechtigten Führungsteams wahr. Frau Marta Glowatzka im Mestemacher-Team seit dem Jahr 2002 verantwortlich für die kaufmännischen Bereiche sowie IT, Personal, Finance and Controlling. Neu im Leitungsteam innerhalb der Mestemacher Management GmbH ist Frau Katie Penner, die die Geschäftsführung für die Bereiche Vertrieb, Export sowie den Vertrieb in den Tochterfirmen übernehmen wird. Sie ist genau wie Herr Kim Vollmeck derzeitig kaufmännische Geschäftsführung bei der Detmers Getreide Vollwertkost GmbH in Bielefeld-Jöllenbeck. Herr Vollmeck natürlich für den Bereich Produktion und Technik. Ich bin zuständig für den Bereich Vertrieb und Verwaltung und seit dem Jahr 1985 dabei. Hatte bereits schon große Teile meines Ressorts Vertrieb und Verwaltung an die soeben genannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgegeben, insbesondere aber auch an Frau Anita Brunstedig, die die Geschäftsführung der Firmen Mestemacher, als auch Erzener Brot und Kuchen ab dem 01.01.2020 übernommen hat und dort den Vertrieb in Deutschland verantwortet. Frau Brunstedig ist bereits seit 2005 im Team und hat maßgeblich mit Frau Glowatzka, Herrn Kim Vollmeck, zum Erfolg der Mestemacher-Gruppe beigetragen. Unterstützt wird dieser Kreis, Managementkreis von den Führungsteams der einzelnen Betriebe. Der zweitgrößte Betrieb ist die Erzener Brot und Kuchen GmbH. Diese wird geführt von Herrn Marc Schwekendiek und Herrn Bernd Schwekendiek im kaufmännischen Bereich sowie im Controlling. Herr Thorsten Plath ist zuständig für Bereiche Produktion, Technik sowie Qualitätssicherung. Neu in die Geschäftsführung einberufen wird, wie eben schon erwähnt, Frau Anita Brunstedig, die das Ressort Vertrieb Deutschland gemeinsam mit dem langjährigen Verkaufsleiter Herrn Marc Oberschelp verantwortet. Unsere Firmengruppe hat im Jahr 2020 einen Umsatz in Höhe von 165,9 Millionen Euro erreicht. Mit SB-verpackten Brotsorten wie Pumpernickel, verschiedene Vollkornbrotsorten, internationalen Brotspezialitäten und Tiefkühlkuchen sowie Müsli-Spezialitäten konnte somit der Gruppenumsatz um 1,9% gesteigert werden. Mit dieser Steigerung haben wir uns deutlich besser geschlagen als der Gesamtmarkt für Brot- und Backwaren, der 2019 laut Nielsen nur 0,2% gewachsen ist. Für 2020 planen wir aufgrund der unwägbaren Wirtschaftslage im In- und Ausland, Stichwort Brexit und Trump, und wegen der noch nicht ganz absehbaren Auswirkungen der Backstationen im LDA wieder konservativ, mit dem fast gleichen Umsatz von 166 Millionen Euro als Planumsatz für 2020. Meine Frau hatte mir eben gesagt, wir sollen heute schick für die Fotos erscheinen. Da habe ich gleich meine Brille weggelassen und muss immer gucken, dass ich alles erkenne. Egal. In der Mestemacher-Gruppe sind aktuell 616 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig. Der Exportanteil beläuft sich auf 29% der Gesamtumsätze. Im Wirtschaftsjahr 2019 sind wieder sehr hohe Investitionen in Höhe von 6,6 Millionen durchgeführt worden. Plan für 2020 und 2021 zum Teil liegt bei 10,2 Millionen. Die Investitionen flossen insbesondere in die Modernisierung unserer Anlagen und Maschinen. Damit soll die Rationalisierung zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit erhöht werden. Darüber hinaus sind Investitionen in Ersatz von älteren Anlagen sowie räumliche Erweiterung geplant. Das Ergebnis des Jahres 2020 ist insbesondere auch den Innovationen zu verdanken,
die innerhalb der Gruppe entwickelt worden sind. Große Aktionen mit unseren neuen Produkten haben stark zur Erreichung der Umsatzmarke von 165,9 Millionen Euro beigetragen. Danke und Gratulation an dieser Stelle an das Messemark US-Team und alle Mitarbeiter für das in allen Werken erneut Erreichen der IFS-Zertifizierung auf hohem Niveau. Auch einen Dank möchte ich aussprechen an das Verkaufsleiterteam bei Messemacher in Gütersloh, Herrn Thomas Nemitz, Frau Katja Wiesbrock, Herr Björn Kuhlmann und Frau Kerstin Gottschalk. Nun zu dem Thema, das sonst sehr breite Platz eingenommen hat in unseren Darstellungen, die Rohstoffversorgung. Nach zwei sehr kritischen Erntejahren 17 auf 18 sowie 18 auf 19 hat sich im Erntejahr 19 auf 20 endlich eine Entspannung ergeben. Zunächst, weil die Ernte insgesamt besser ausgefallen ist und auch die Anbaufläche für Roggen, wie man aus diesem Chart gut sehen kann, endlich aus unserer Sicht sich vergrößert hat. Die Anbaufläche für Roggen und Wintergetreide im Jahr 2019 hat sich damit um 20% zum Vorjahr vergrößert und auch die Menge ist deutlich gestiegen. Trotz dieser guten Aussichten gab es dennoch einen Wermutstropfen, der für uns als backfähig zu verwendende, die für uns als backfähig zu verwendenden Qualitäten sind sehr schwierig zu beschaffen und müssen bei der Ernte sortiert und zusammengefasst werden. Bei Bio-Roggen ist es nur unserer jahrzehntelangen Zusammenarbeit mit Biobauern zu verdanken, dass wir die von uns benötigten Mengen von immerhin 8000 Tonnen Biogetreide im Jahr in backfähiger Qualität kontraktieren konnten. Der Bedarf an konventionellem Roggen beläuft sich für die Gruppe in diesem Jahr auf 14.000 Tonnen, sodass wir insgesamt mit dem Bio-Roggen eine Menge von 22.000 Tonnen Roggen verarbeiten. Nicht nur verbacken, ich komme gleich nochmal drauf, auch vermahlen als Müller. Zu den Entwicklungen in der Tochtergesellschaften. Dort ist die Erzner Brot und Kuchen GmbH seit 2002 zur Gruppe gehörig. Das Kernsortiment Tiefgekuchen und Brot für das Segment Preiseinstieg vertreibt die Erzner Brot und Kuchen national und international. Hauptabsatzgebiet ist Deutschland mit dem Vertrieb über den deutschen LDH, insbesondere im Bereich der Eigenmarken, also besonders günstigen Vollkornbroten und Kuchen. Die Erzner Brot und Brot und Kuchen GmbH bietet auch für die Eigenmarken des Handels die beim Verbraucher sehr beliebten TK-Plattenkuchen an, so wie zum Beispiel Apfelkuchen, Donauwelle etc. Immer mehr werden in Erzen jedoch auch Brotspezialitäten gebacken, wie man hier sehen kann, um die Abhängigkeit von den Preiseinstiegsbroten zu senken. Seit 2018 ist planmäßig auch in Erzen eine eigene Mühlentechnik in Betrieb genommen worden. Westemar und Modersohn und sogar Benus in Polen arbeiten bereits seit langer Zeit mit eigenen Mühlen zur Lagerung, Reinigung, Förderung und Vermahlung von Brotroggen. Auch in Erzen wird nun der gemahlene Roggen eigens für den Betrieb hergestellt und läuft just in time in die Produktion ein. Auf diese Art und Weise bleiben wertvolle Nährstoffe im fertig gebackenen Brot noch besser erhalten. Somit sind nun alle Standorte der Messemar-Gruppe nicht nur Spezialbäckereien, sondern auch Mühlenbetriebe. In Erzen konnte ein neues Grundstück mit einer Höhe von 14.000 Quadratmeter zur möglichen Produktions- oder Logistikerweiterung erworben werden. Hier wird ein neues Logistikzentrum geplant, das jedoch frühestens 2021 zur Verfügung stehen wird. Im Rahmen der zuvor genannten Investitionen wurden erhebliche Beiträge in die weitere Rationalisierung und die Erleichterung von schwerer körperlicher Arbeit getätigt. Nun zur Firma Benus Spolka ZOO in Poznan. Eine weiterhin gute Entwicklung verzeichnete das polnische Tochterunternehmen Benus. Diese konnte 2019 einen Umsatz von knapp 8 Millionen Euro erzielen und hat ihre Distribution am polnischen Markt weiter deutlich ausgebaut. Im Januar 2017 konnte ein neuer Gebäudekomplex eröffnet werden, insbesondere für die Produktion von attraktiven Export-Müsli-Sorten für den Export. Seit 2017 sehen wir hier ist im kaufmännischen Bereich Frau Eva Lisowska als Geschäftsführerin tätig. Sie hat erfolgreich dort Frau Marta Glowacka abgelöst, die, wie bereits erwähnt, in die oberste Führungsetage der Messemar-Gruppe aufgerückt ist. Für den Bereich Produktion Technik US konnten wir eine sehr gute, qualifizierte Geschäftsführerin in das Benus-Team aufnehmen, Frau Alexandra Stasiak-Lisetska. Frau Marta Glowacka, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Mit dem polnischen Namen ist es nicht so einfach. Polnisch ist exzellent. Danke.
So, zum Modersohn Mühlen- und Backbetrieb GmbH in Lippstadt. Zum erweiterten Führungsteam zählt hier Herr Dietmar Schnell als Geschäftsführer für die Firma Modersohn Backbetrieb GmbH. Seit dem 01.01.2019 ist Frau Marta Glowatzka als Geschäftsführerin für die kaufmännische Abwicklung verantwortlich. Nun zu den Auslandsentwicklungen der Messemer-Gruppe. Auch im vergangenen Jahr, wie Anfang schon erwähnt, erzielt die Messemer-Gruppe wieder 29% ihrer Umsätze im Export. Zählt man zu den Auslandsmärkten auch die Umsätze der Tochterfirma in Polen, so betragen die gesamten Auslandsumsätze, also Export und der polnische Umsatz, 35% des Gruppenumsatzes. Allerdings werden sich in den Ländern mit schwacher Währung erhebliche Preiserhöhungen ergeben, da Messemer ausschließlich in Euro fakturiert. Ob sich dadurch die Exporte reduzieren, bleibt abzuwarten. Heute werden nach wie vor die Messemer Vollkornbrote in über 90 Länder der Welt geliefert. Trend ist auf jeden Fall allgemein der Wunsch nach gesunder Ernährung, von der Messemer profitiert. Für den Bereich Export sehen wir derzeit viele Bedrohnisse auf uns zukommen. Hier sind Stichworte wie Brexit, Trump, Handelskrieg China und USA und sonstige Abschottungsbemühungen innerhalb der Welt zu nennen und aktuell auch die Bedrohung durch den Coronavirus, da wir hohe Mengen nach China exportieren und noch nicht genau wissen, wie sich das auswirken wird. Wir hoffen sehr, dass alle diese Punkte nicht so dramatische Auswirkungen haben werden und sich die Auswirkungen für uns im Rahmen halten. Nun zu einem ganz anderen Thema, unser gesellschaftliches Engagement und unternehmerische Verantwortung. Lebensverantwortung übernimmt Messemer unter anderem für folgende Bereiche. Erstens für den Umweltschutz. Der ökologische Landbau ist ein ganzheitliches System mit einer Vielzahl von Wechselbeziehungen, unter anderem zwischen organischer Düngung, Schutz des Grundwassers und des Bodens und hochwertiger Lebensmittelqualität. Die Messemer GmbH ist hier schon seit 1985 aktiver Verarbeiter von Biozutaten zur Herstellung von Vollkornbroten. Messemer hat als erster Vollkornbäcker verpackte und pasteurisierte Brote mit natürlich langer Haltbarkeit in die Brotregale geliefert. Zweitens zum Thema die Nachhaltigkeit. Wie bei den Investitionen bereits erwähnt wurde auch in Erzen ein zweites BHKW, das heißt ein hocheffizientes Gasmotoren-Blockheizkraftwerk in Betrieb genommen. Der Umwelt wird dadurch durch das BHKW in Gütersloh und Erzen 3.400 Tonnen CO2 im Jahr erspart. Im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsbemühungen wenden wir uns auch verstärkt dem Thema soziale Verantwortung zu. So sind wir dabei mit unseren Zulieferanten, insbesondere auch in Drittländern, über die Einhaltung von Sozialstandards zu verhandeln und diese dazu zu bewegen, diese einzuhalten. Weil zu diesem Zweck versuchen wir mit unserer Kontrollbehörde für Bio gemeinsame Kontrollsysteme aufzubauen, da diese Kontrollbehörden in den Ländern vor Ort persönlich anwesend sind. Einige Kollegen machen es auch so, dass sie spontan dorthin fahren. Aber ich meine, wenn ich mich da in der Türkei ankündige beim Rosinenanbau oder Weinbeerenanbau, weiß ich nicht, wenn der Bauer das schon 3 Tage vorher weiß, ob er seine Kinder auf den Acker schickt. Also ist schon besser, wenn man das regelmäßig durch unsere Kontrollbehörde überwachen lässt. Für die Vereinbarkeit Familie und Beruf sowie Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau hat sich meine Frau seit fast 20 Jahren sehr stark eingesetzt. Ergebnisse dieses Engagements sind folgende Preise. Der Messemer-Preis Managerin des Jahres, den wir seit 2002 bereits vergeben. Pionierarbeit leistet Messemer auch für geschlechterdemokratische Chefetagen. Deshalb hat sich das Stifterunternehmen seit 18 Jahren zum Ziel gesetzt, Spitzenfrauen in Chefetagen mit dem Messemer-Preis Managerin des Jahres auszuzeichnen. Die Top-Managerinnen sollen weibliche Nachwuchskräfte als Vorbild dienen und die Männerweltwirtschaft davon überzeugen, dass die Führung von Personal und Unternehmen selbstverständlich auch Frauensache ist. Preise sind die wertvolle Statue Ökonomia und 5.000 Euro, die die Preisträgerinnen für soziale Zwecke zur Verfügung stellen. Im Jahr 2019 erhielt eine weitere Topmanagerin diese Ehre, und zwar Frau Milagros Caña Carrero André, Mitglied im Vorstand der BMW AG. Die gebürtige Spanierin, die 1962 im spanischen Borboras geboren wurde, ist einstimmig von der Jury zur 18. Preisträgerin des Preises gewählt worden. Milagros Caña Carrero André
zählt zu der Avantgarde für Frauenkarrieren im Top-Management. Grund genug, Sie mit dem seit 18 Jahren existierenden Preis Managerin des Jahres der Großbäckerei Messemer auszuzeichnen. Seit 2006 gibt es den Messemer Preis Spitzenvater des Jahres. Zum 14. Mal hat das Stifterunternehmen Messemer im Jahr 2019 Väter gewürdigt, die Kinder, Küche und Karriere zu ihren Lebenswelten erklärt haben. Diese neuen Väter unterstützen ihre Partnerin aktiv bei deren Karriere und bekennen sich dazu, genauso für die Kindererziehung und den Haushalt zuständig zu sein wie die Mütter. Die 15. Prämierung erfolgt in diesem Jahr im Berliner Hotel Interconti am 6. März. Dort werden erfolgreiche Väter prämiert. Bisher waren diese sichtbar stolz auf diese Auszeichnung. Es gibt einen neuen sozialen Stifterpreis, Messemacher gemeinsam leben. Zum nunmehr dritten Mal hat das Stifterunternehmen am 29. November vorigen Jahres im Hotel de Rome in Berlin den Preis Messemacher gemeinsam leben vergeben. Um darzustellen, worum es geht, zitiere ich meine Frau: Wir zeigen offene Lebensmodelle, in denen Menschen füreinander da sind, sich gegenseitig helfen, sich gegenseitig fördern und demokratisch-liberal miteinander umgehen. Neue offene Lebensmodelle sind beispielsweise Großfamilien, Mehrgenerationenhäuser, Wohngemeinschaft, religiös-liberale Einrichtungen zur Förderung von religiöser Gleichstellung und Öffnung für Frauen und Männer in bisher geschlossenen Clubs. Ausgezeichnet wurde dabei in drei Kategorien, und zwar im letzten Jahr in der Kategorie Großfamilie, die Familie Schmitz aus dem Großraum Prüm. In der Kategorie Mehrgenerationenhaus wurde der Lebensraum in Balance e.V. aus Köln-Ostheim prämiert. In der dritten Kategorie Wohngemeinschaft wurde die Hofgemeinschaft Hegelbach aus Herdfange-Schönach prämiert. Und in der vierten Kategorie ein anderer Lifestyle-Typ-Modell, die Solvodi Deutschland e.V., die sich um Frauen in Not und unter sexuellen Problemen beschäftigt. Mit diesem Preis wollen wir die verschiedenen Lebensmodelle hervorheben und in die Öffentlichkeit holen, die dafür sorgen, dass die Gemeinsamkeit, die Toleranz und der Bürgersinn in unserer Gesellschaft gestärkt werden. Darüber hinaus engagiert sich Messemer auch für die regionale Küche. Gern fördern wir nämlich die regionale Küche mit der Mitgliedschaft bei dem Verein Westfälisch Genießen e.V. Förderer sind dabei neben Messemer die Firma Martin aus Gütersloh, die inzwischen von Tönnies übernommen worden ist, aber die immer noch mitmachen, die Brauerei Warsteiner aus Warstein sowie die Firma Carolinenbrunnen Mineralquellen Löhner. Circa 30 Gastronomen haben sich die Darbietung der westfälischen Küche frisch und zeitgemäß auf die Fahne geschrieben. Im Jahr 2017 übernahm ich als Geschäftsführer der Firma Messemacher das Präsidentenamt im Verein. Damit unterstreicht Messemacher noch stärker die Verbundenheit zur regionalen Küche. In diesem Jahr werden wir übrigens den 30. Geburtstag des Vereins begehen können. Ein weiteres Projekt ist die Förderung der Welthungerhilfe. Als weiteres Projekt fördert Messemacher einmal jährlich die Welthungerhilfe mit einer Scheckübergabe auf der Biofachmesse in Köln in Höhe von 10.000 Euro. Dabei überzeugte Messemacher insbesondere die Hilfe von Menschen in Not in deren Heimat, um dort bessere Lebensverhältnisse zu schaffen. Dafür engagiert sich die Welthungerhilfe hervorragend. Nun zur Entwicklungsprognose. Die Messemacher verfügt auch in Zukunft über das Potenzial zum Wachstum. Aufgrund der unsicheren Entwicklung der Konjunktur, der Euro-Krise sowie der angespannten politischen Lage planen wir für 2020 wieder sehr konservativ mit fast dem gleichen Umsatz in Höhe von 166 Millionen Euro. Dabei spielt auch eine Rolle, dass wir die Entwicklung innerhalb des Brotmarktes zwischen SB-verpackten Broten auf der einen Seite und frisch gebackenem Brot und Brötchen innerhalb der LEH-Märkte noch nicht endgültig beurteilen können. Mit unseren Spezialitäten sind wir auf jeden Fall sicherlich weiter erfolgreich positioniert. Jedoch spielen auch bei den Auslandsmärkten erwähnte Bedrohnisse und die Entwicklung der Wettbewerber am Gesamtmarkt eine noch unbekannte Rolle. Fazit: Für 2020 werden wir unsere Verkaufsaktivitäten und die Durchsetzung der Innovationen aus dem Vorjahr noch weiter stärken und noch mehr unseren Fokus auf eine gesunde Ernährung richten. Dies wollen wir auch durch die Kennzeichnung unserer Produkte mit dem Verbrauchersiegel Nutri-Score erreichen.
Beste Mark gehört mit Danone, Iglo und Bofrost zu den Befürwortern einer europäischen einheitlichen Lösung anhand des französischen Nutri-Score-Labels. Bis zum 31.12.2020 sollen alle Messemer-Brote auf der Vorderseite der Verpackung das Nutri-Score-Label abbilden. Der Nutri-Score ist eine farbliche Nährwertkennzeichnung, vergleichbar mit der Ampel. Das Zeichen zeigt mit Hilfe der Farben dunkelgrün, hellgrün, gelb, orange und rot und den Buchstaben A bis E die Nährstoffbilanz eines Lebensmittels. Die Information bezieht sich jeweils auf 100 Gramm. Der Nutri-Score muss auf der Vorderseite einer Lebensmittelverpackung gut sichtbar zu sehen sein, wenn er verwandt werden soll. Die Buchstaben bedeuten im Einzelnen A, sehr günstige Nährstoffbilanz zum häufigen täglichen Verzehr geeignet, B, günstige Nährstoffbilanz zum täglichen Verzehr geeignet, C, mittlere Günstigkeit der Nährstoffbilanz, D, eher ungünstige Nährstoffbilanz und E, sehr ungünstige Nährstoffbilanz. Die Produkte aus den Kategorien C, D und E sollten deshalb ernährungsbewusst und nicht im Übermaß verzehrt werden. Die Messbar-Produkte sind wie folgt in den Kategorien A, B, C, D, E einzuordnen. Und zwar 69% unseres Sortimentes in der Gruppe A, 23% in B, 3% in C und 5% in D. Und in E ist keines unserer Artikel. Geplante Innovationen für 2020. Für das Jahr 2020 haben wir wieder Neuheiten entwickelt. Und zwar das Bio-Haferbrot 500 Gramm wird auf der Biofach vorgestellt. Dieses hochwertige Brot, denke ich, wird sehr viele neue Freunde finden. Sowie zwei neue Spezialitäten sind entwickelt worden mit Nüssen und Früchten. Das Trauben-Nussbrot mit 250 Gramm und das Pflaume-Walnussbrot mit 250 Gramm. Zu den Innovationen. Im Bereich der Innovationen haben wir nach dem Investitionsvolumen von 2019 von 6,6 Millionen wiederum in 2020 10,2 Millionen Euro geplant. Die Hälfte des 20er Budgets ist für das neue Logistikcenter in Erzen eingeplant. Die bereits in 2015 begonnene Verdoppelung der Kapazität der Bäckerei in Gütersloh ist voll umgesetzt. Und in Erzen wurden viele Betriebsabläufe optimiert, um nicht nur mehr produzieren zu können, sondern auch um belastende Arbeitsplätze zu verbessern. Weiterhin wird der Schwerpunkt für uns auch das Engagement für den Bioanbau sein, der Umwelt zuliebe. Und die derzeitige Agrardiskussion zeigt ja, wie wichtig dieses Thema ist. Zum Schluss noch ein Chart der Firma Nielsen, aus der Sie erkennen können, dass der Umsatz des gesamten Marktes für Brot und Backwaren in 2019 nur um 0,2% gestiegen ist, die oberste Zeile. Damit steht Messemer mit einer Steigerung von 1,9% recht ordentlich da, da sich auch der hauptrelevante Markt für Schnittbrote um 2,7% gesenkt hat. Wir hoffen auch weiterhin durch unsere Innovationskraft und unseren guten Vertrieb eine über den Markt liegende Entwicklung weiter aufrechterhalten zu können. Ein wichtiger Punkt für unsere Zukunft ist, dass wir die Zusammenfassung mehrerer Logistikzentren planen und damit von unseren Abläufen noch effizienter werden. Schönen Dank, das war's. Ja, meine Damen und Herren, da ist im Moment eine Erneuerung, eine personelle Innovation gibt im Hause Mestemacher Gruppe, passt das Thema ganz gut, Quo Vadis Familienunternehmen. Ich werde das allerdings jetzt nicht nur auf unser Unternehmen, unsere Unternehmensgruppe beziehen, sondern ich werde hier etwas sagen zu meiner Perspektive, meinen Thesen, was die Erfolgsbilanz der deutschen Familienunternehmen insgesamt anbelangt. Auslöser ist einmal, wie ich schon sagte, die personelle Innovation, und Auslöser ist das 150-jährige Betriebsjubiläum im Jahr 2021 der Mestemacher GmbH in Gütersloh. 1871 bis 2021 existiert. Wir hoffen, dass bis dahin keine Unternehmenskrise uns zum Amtsgericht zwingt. Wir hoffen also auf weiterhin erfolgreiches Handeln. Ja, 2021 ist dann 150 Jahre Existenz. Es ist ein Ereignis, das sehr wenige Familienunternehmen in Deutschland erreichen. 150 Jahre Existenz. Ich habe Ihnen, bevor ich kurz ganz relativ zügig meinen Vortrag durchziehe, habe ich Ihnen von der Stiftung Familienunternehmen
eine Pressemitteilung reingelegt und möchte diese als Ausgangspunkt nehmen, ganz kurz, nämlich die volkswirtschaftliche Bedeutung der Familienunternehmen. Es ist Stiftung Familienunternehmen, ist hier Primärquelle. Zur volkswirtschaftlichen Bedeutung der Familienunternehmen. Zunächst, es wurden in der Summe Angaben von 3,3 Millionen Unternehmen, 3,3 Millionen Unternehmen Angaben sind in diese Studie eingeflossen, der Stiftung Familienunternehmen. Und Folgendes ist dabei rausgekommen, in Kürze gesagt: Familienunternehmen, meine Damen und Herren, haben einen Anteil an allen aktiven Unternehmen in Deutschland von 90%. Das steht auf der Seite 2, Abbildung 1. 90% aller aktiven Unternehmen in Deutschland sind Familienunternehmen. 58% beträgt der Anteil an der Gesamtbeschäftigung. 58% Anteil an der Gesamtbeschäftigung und 52% Anteil am Gesamtumsatz. Damit hat die Kategorie Familienunternehmen eine sehr relevante Bedeutung volkswirtschaftlicher Art in Deutschland. Ein Satz noch, bevor ich dann zu dem 7S-Modell komme. Bei mehr als 90% aller Familienunternehmen liegt der Umsatz unter 1 Million Euro. Das heißt, von diesen 3,3 Millionen sind, kann man sagen, 90% Klein- und Kleinstunternehmen, aber Arbeitgeber. Der Friseur, die Friseuse, die ihr eigenes Geschäft hat, Handwerk, Baustoffe etc. etc. Ja? Und dann gibt es natürlich eine große Anzahl, nämlich 500 Familienunternehmen, die zu den Top-Familienunternehmen weltweit gehören. Das nur als Information von mir. Ich wollte die volkswirtschaftliche Bedeutung nur noch einmal hervorheben, damit die Relevanz dessen, was ich jetzt aufgrund meiner fast 49-jährigen Erfahrung mit Familienunternehmen reproduziere, damit das deutlich wird. Was ich Ihnen jetzt vortragen möchte, nämlich Quo Vadis Familienunternehmen, können Sie jetzt einmal für unser Familienunternehmen als bedeutsam annehmen und auch für die eben rund 3,3 Millionen Familienunternehmen in Deutschland. Ich basiere mein Statement am 7S-Modell. Das 7S-Modell, meine Damen und Herren, ist entstanden durch Peters und Waterman. Das sind zwei amerikanische Management-Professoren. Die haben auf der Suche nach Spitzenleistungen herausgefiltert bei US-amerikanischen Unternehmen, also auch kapitalistisch basierten Unternehmen. Was sind die Erfolgsfaktoren, die zentralen Erfolgsfaktoren? Und dann ist rausgekommen, ein Modell mit 7 Erfolgsfaktoren, die einmal in harte und weiche differenziert werden. Die harten, das sind die sogenannten Erfolgsfaktoren, die kann man operationalisieren, die kann man nachweisen. Anhand von Key Performance Indicators etc. etc. Das ist Strategie, Struktur, System. Und die weichen Faktoren, das Selbstverständnis, das Wertegerüst eines Unternehmens, die Spezialkenntnisse, das Stammpersonal, der Stil, die, so die Professoren, sind fast noch relevanter. Insbesondere das Selbstverständnis, das Wertegerüst ist sehr bedeutsam für den unternehmerischen Erfolg. Ich werde ganz kurz die Faktoren skizzieren in meinem Statement. Strategie. Zur Strategie. Es sind Erfahrungen, meine Damen und Herren, die ich als Unternehmerin, als wirklich, man kann sagen, als mithelfende Familienunternehmerin seit 49 Jahren gemacht habe. Als mithelfende Familienunternehmerin. Ja? Seit 49 Jahren. Ich bin mit 16 Jahren in das Familienunternehmen Detmers hineingekommen. 1972 war das. Richtige strategische Ansatzpunkte sind skizziert. Ich kann in diesen 20 Minuten nur immer anstippen. Kundenorientierung. Der Kunde ist König.
Wir leben in einer Wettbewerbsgesellschaft. Wir haben keinen Anbietermarkt, sondern wir haben einen Nachfragermarkt. Und darum ist die Kundenorientierung von höchster Bedeutsamkeit. B2B und B2C. Die Wettbewerbsorientierung, das heißt, man muss sich im Unternehmen unabhängig von der Größe, das gilt für einen kleinen Friseur genauso wie für ein Familienunternehmen, wie wir es sind, oder für einen Familienkonzern wie BMW oder man glaubt es kaum, aber auch VW ist ein Familienkonzern. Auch dort ist es von höchster Relevanz, Wettbewerb zu zeigen. Handelsblatt heute, Elon Musk versus VW-Vorstand, kämpfen um Marktanteile, Wettbewerbsvormachtstellung bei Elektroautos. Also VW versus Tesla. Dann ganz, ganz wichtig, meine Damen und Herren, das sind übrigens Ergebnisse, die jetzt in Davos ganz groß rauskamen. Nicht mehr nur die Eigentümerorientierung ist wichtig, sondern die Stakeholder, die Interessengruppenorientierung steht auf gleichem Level. Wer heute, mein Mann hat das deutlich gemacht, wer heute ja, sich nur noch für Gewinne, Profite stark macht, der wird auf Dauer aus dem Markt rausfliegen, weil die Interessengruppen, Greta-Effekt etc. etc. so mächtig geworden sind. Und ich persönlich sage auch zu Recht, wir haben nur einen globalen Planeten und die Green Economy kann uns alle nur wichtig sein. Gerade unabhängig, ob man Enkelkinder, Kinder hat, ja oder nein. Es geht um Lebensqualität auf diesem Planeten. Das heißt also, die Shareholder-Value-Orientierung wird an Bedeutung zunehmen und das ist strategisch ein wichtiger Ansatzpunkt für Familienunternehmen, unabhängig von deren Größe. Hier unten lesen Sie, drive change or it will drive you. Es ist so ein Claim. Ja? Nimm du die Zügel in die Hand. Bleib Herrin, Herr des Verfahrens. Das wollen wir übrigens auch mit unserer neuen Mannschaft für die Zukunft machen. Fit for Future. Wir packen an. Wir lassen uns nicht treiben. Wir treiben. Wir sind Antreiber, aber wir lassen uns nicht treiben vom Wettbewerb. So, jetzt komme ich zu der neuen Leitungsstruktur und Sie können mir glauben, diese Leitungsstruktur ist ein Erfolgsmodell für andere Familienunternehmen, wo sich die Eigentümer altersbedingt, ich sage jetzt mal Step by Step, graduell zurückziehen aus der operativen Geschäftsführung. Und wir brauchen Exzellenz, meine Damen und Herren, in fachlicher und in menschlicher Hinsicht. Auch nicht nur die fachliche, die menschliche Exzellenz, das heißt Empathie, ist von höchster Relevanz, sonst laufen Ihnen die Leute davon. Sie müssen die Leute mitnehmen. Sie müssen demokratisch führen, keinen Marionettenstadel aufbauen, sondern mitreden lassen. Klare Kompetenzen, Verantwortlichkeiten, das haben wir unter der Leitung meines Mannes bei uns in der Gruppe jetzt neu implementiert. Mein Mann hat das Ganze kreiert und wir haben es umgesetzt und wir werden jetzt am 1.3. zum Notar gehen. Es werden die neuen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer ins Handelsregister eingetragen und dann geht's los. Ja? Und wir haben klare fachliche Abgrenzung. Was nicht geht, ist reinregieren ins Ressort des anderen. Aber wir müssen, und das stabilisiert der unter der Leitung meines Mannes, in vierwöchigen Abständen große Führungskreis, das große Führungskreis-Meeting, wo Transparenz, der nächste Punkt, Freiraum, also Freiraum für Unternehmerinnen und Unternehmertum da ist, wo klare Berichtswege da sind, wo wir in diesem Gremium, von dem ich sprach, der Führungskreiskonferenz, transparent arbeiten, berichten, wir protokollieren und wir fassen immer wieder nach. Und jeder weiß in diesem Gremium, was er zu tun und was er zu lassen hat. Also klare Kante.
Und wir sind uns alle, ich glaube auch mein Helmer Detmers und mein Schwager Fritz Detmers, sehr dankbar, dass mein Mann hier die Zügel in die Hand genommen hat und diese klare Struktur uns vorgestellt hat. Und wir haben als Gesellschaftergremium, also als Gesellschafterversammlung, einstimmig beschlossen, dass das so laufen wird in Zukunft. Und ich glaube, dass man das transferieren kann auf viele andere Familienunternehmen. Was wir auch haben werden, ist eine klare Geschäftsordnung und klare Geschäftsführeranstellungsverträge, in denen auch drin steht, wo Berichtspflichten sind, was alleine entschieden werden darf, wo die Gesellschafterversammlung entscheidet. Immerhin ist es ja auch unser Eigentum. Und unabhängig, wie die Zukunft ist, grundsätzlich haben wir, glaube ich, alle erstmal das Ansinnen, die Enkelfähigkeit, egal was passiert. Das ist so ein Stichwort, das benutzt Werner Michael Balsen, das benutzt Herr Lenders Theo, ne? Müller, egal wer es ist, Enkelfähigkeit. Ne? Das ist sozusagen so eine Art Vision, wir müssen auf Dauer hier stabile Verhältnisse erhalten. System. Hier dank auch Herrn Vollmecks großer Leistung und der Leistung, Herr Vollmeck, Sie nehmen, ich glaube, Sie sind ja auch der größte Teamplayer im Ressort Technik. Ne? Ihre Mannschaft ist ja auch da. Herzlich willkommen an Sie auch Ihnen, ganz Ihnen unter Ihrer Leitung. Eine systemische Digitalisierung, KI wird implementiert. Hier ist dank dieser Innovationskraft unseres Geschäftsführers Kim Vollmeck für die Zukunft ein tolles System implementiert. Und da wird, mein Mann hat es gesagt, investorisch noch mehr kommen. Dann würde ich gerne was zum Selbstverständnis schnell noch sagen. Das Selbstverständnis. Welche Werte sollten Familienunternehmen haben? Fairness, Rückgrat, Transparenz, Green Economy, Geschlechterparität. Ich glaube, Herr Vollmeck braucht bald einen Männerbeauftragten. Den kriegen Sie auch, wenn es zu schlimm wird mit uns Frauen. Dann haben wir Gesundheitsorientierung, Digitalisierung, künstliche Intelligenz. Das sind unsere Werte und ich glaube, das sind Werte für die Zukunft, für alle Familienunternehmen. Stil, diplomatisch sind wir, wir wollen nicht ruppig miteinander umgehen, wir sind eher Fans. Meine Schwägerin sagte das noch zu mir in unserer letzten Gesellschafterversammlung. Achte, Ulrike, weil ich ja den Vorsitz übernehme, was primus inter pares sein wird, gleicher unter gleichen. Achte auf Diplomatie. Und ich habe es meinem Schwager und meiner Schwägerin auch versprochen. Keine Ruppigkeit, klare Fairness und eine gute Zusammenarbeit. Respektvoll, wir wollen Aufrichtigkeit und keine Politik der Nadelstiche. Das Stammpersonal, ja, wir brauchen, wir haben langjährig Betriebszugehörige, wir zelebrieren in diesem Jahr 50 Jahre einer Mitarbeiterin. Sie können in deutschen Unternehmen, ich übertreibe jetzt an 10 Fingern natürlich nicht, aber Sie können eine überschaubare Zahl zusammenstellen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die 50 Jahre in einem und demselben Unternehmen sind. Aus personenbezogenem Datenschutz sage ich den Namen noch nicht, weil sie noch nicht eingewilligt hat, dass wir ihren Namen nennen. Sie ist bescheiden. Jeder von euch, der aus dem Mestemacher-Team hier ist, weiß, wer es ist. Ich habe mit ihr gesprochen. Ich fände es schön, wenn sie sagt, ich stimme einer Ehrung zu. Aber jetzt bin ich noch nicht berechtigt, den Namen hier zu sagen. 50 Jahre lange Betriebszugehörigkeit. Und ich sage allen hier im Raum, da wandelt sich die deutsche Wirtschaft radikal. Ich bin ja auch Professorin, ich bin Beamtin, ich bin Unternehmerin und meine Studierenden, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen, die sind alle heiß auf Erlebnis. Da ist keiner, wenn Sie denen sagen, bleib mal 50 Jahre bei mir hier oder 10 Jahre, das wollen die nicht. Die wollen in die Welt hinaus. Das heißt, es ist ein Phänomen, um das wir Familienunternehmen kämpfen müssen. Flexibilität und last but not least, der letzte Punkt, Spezialkenntnisse. Das ist deutlich geworden, wir brauchen die Besten, wir brauchen die Talente. Wir wollen alles tun dafür, dass wir eine lange Existenz haben, 150 Jahre.
Wir werden es nicht mehr erleben, denke ich, noch mal 20, 30 Jahre. Wir würden uns natürlich freuen, wenn wir es erleben. Aber wir wollen auf jeden Fall erstmal heute hier Fit for Future und erwünschen uns, dass das bei vielen Familienunternehmen in Deutschland, aber auch weltweit der Fall sein wird. Ja, das war mein kurzer Abriss zum Thema Quo Vadis Familienunternehmen. Ich habe dargestellt, was sind die Erfolgsfaktoren, skizziert. Jetzt gibt es das Pressegespräch und dann bin ich nochmal hier vorne und stelle Ihnen eine exzellente Referentin externer Art vor. Dazu sage ich jetzt noch nichts. Und dann haben wir alle Hunger und dann gehen wir nämlich zu einem wunderbaren Essen ins Restaurant. Aber jetzt sind wir alle erstmal, wir drei, für das Pressegespräch für Sie da. Sie haben ja gesagt, dass Sie von den 10 Millionen die Hälfte in Ärzten investieren. Ja. Stehen auch anderswo räumliche Erweiterungen, wenn nicht sofort in absehbarer Zeit? Also Lippstadt wird auf jeden Fall eine Erweiterung kommen. Lippstadt bei der Firma Modersohn. Bei Messema ist jetzt erstmal nichts geplant, außer dass, wenn dieses neue Gewerbegebiet erschlossen wird bei den britischen Kasernen, dass wir dort unser Logistikzentrum hinverlegen möchten. Mit dem Hüttenbrink hat es leider nicht geklappt. Und das werden wir auch machen, aber das ist jetzt noch nicht in 2020 oder 2021 angesagt, weil wir mindestens ein Jahr Vorlauf für die Planung brauchen. Und im Moment sind ja die Gewerbeflächen noch gar nicht zu verkaufen. In welchem Zeitraum kalkulieren Sie? Also ab 2020 Ostern sollen erste, so sagte man mir, erste Angebotspreise, also Verkaufspreise, so muss man sagen. Aber da können wir noch nichts konkret zu sagen. Also sollten wir vielleicht in eine separate Pressemitteilung dann geben, wenn es soweit ist. Das heißt 2001, März, dann können Sie verhandeln und dann erst 2021, bis Sie dann... Genau, dann brauchen wir ein Jahr Vorlaufzeit für die Planung und für den Bau, sodass wir eigentlich damit 2022 rechnen. Herr Vollmeck? Ja. 2022 in Betriebnahme, aber vorher dann nicht. Das wird größer als Ärzten, oder? Also größer als das Logistikzentrum in Ärzten, ja, aber nicht als der Betrieb in Ärzten. Das Logistikzentrum in Ärzten wird auch sehr groß sein, weil wir hohe Mengen dort produzieren. Wie groß ist das jetzt an Quadratmeter? Also Investitionssumme haben Sie gesagt? 8.000 bis 10.000, ne? 8.000 bis 10.000 Quadratmeter. Nein, die Fläche wissen wir noch gar nicht genau. Aber das Investment wird in etwa gleich sein wie in Ärzten. Haben Sie nach dem Investment gefragt oder nach der Fläche? Nach der Fläche in Ärzten. Erst sind 14.000 Quadratmeter, wovon wir, das Grundstück und 10.000 Quadratmeter wollen wir bebauen. Und in etwa gleich wird das in Gütersloh auch aussehen. 8.000 bis 10.000. Wobei noch eine spannende Frage ist, wie hoch wir bauen. Das Einzige, was wir noch machen können, wir können noch 5 Meter, 10 Meter, 20 Meter, das wissen wir noch nicht, weil wir da auch noch die Logistik dann automatisieren wollen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wenn wir was bauen, dann wollen wir von der Handarbeit weg. Bei der Vielzahl der Produktartikel, die wir dort haben, werden wir das wahrscheinlich mit einem automatischen Lagersystem ausstatten. Und das sind alles Dinge, die jetzt in der Planung sind. Und wir haben dort ein Beratungsteam aufgebaut, die extern Firmen Logistikhallen planen und mit denen erarbeiten wir jetzt gerade, wenn wir denen die Vorgaben geben, dann die Lösungsvorschläge und die wiederum führen dann zu einem Bauauftrag und der wird dann anschließend, wie wir es eben gesagt haben, im nächsten Jahr begonnen und hoffentlich so schnell wie möglich abgeschlossen. Dann haben Sie gesagt, insbesondere in Großbritannien und China gibt es Unsicherheiten im Export. Welches Ranking haben die denn bei Ihnen im Export? Also in Großbritannien ist ungefähr 5% der Exportumsätze. Also ist nicht so extrem bedeutend, aber immerhin. Ja, und in China ist der Anteil vom Export ca. 8%, wobei da überwiegend Müsli verkauft wird. Auf Platz, Großbritannien bei den Top 10 auf Platz 8. Bei uns? Ja. Und wenn ich nur eine Frage anschließen darf. Sie haben ja vieles über Familienunternehmen und so gesprochen. Wie sieht es denn aus mit der nächsten Generation? Ja, wenn ich das sagen darf, mein Neffe, also der Sohn von Helmer und Fritz Detmers, ist ja langjährig als Betriebsleiter bei der Mestemacher GmbH tätig.
Er ist sehr zufrieden mit der Funktion. Und unsere Tochter ist bei der Detmers, einer völlig unabhängigen Gruppe, Sprecherin und Miteigentümerin. Die Mühlenbeck, ne? Ja, ja. Die Mühlenbeck. Das ist Detmers Getreidevollwertkost. Ist aber eine unabhängige Unternehmensgruppe von der Mestemacher-Gruppe. Ansonsten machen wir das, was Sie eben gesagt haben, wir warten, was die Enkel machen. Die sind aber jetzt noch, wie alt sind eure, 12, 13 oder unser Enkelsohn ist 23. Darf ich eine ketzerische Frage anschließen und Sie fragen, wie alt Sie alle sind? Also mein Mann ist 49 geboren, mein Schwager 1949, mein Schwager 1946 und ich bin 1956 geboren. 46, 49, 56. Also damit ist es bei mir einfacher, aber ich bin 73. Und ich bin noch 63 und mein Mann ist 70, noch 70. Herr Hertlein? Ja, dann vielleicht nur, Sie haben Sozialstandards, die Sie angesprochen, das Thema, was Sie im Ausland auch, also in ausländischen Produktion nennen oder bei den Lieferanten kontrollieren wollen, stärker oder implementieren wollen, die Kontrollen. Welche Länder sind das denn? Welche Rohstoffe geht es da? Also überwiegend sind das alles Länder, die so, sage ich mal, außerhalb von Europa sind. Bei Europa, unsere Kunden, wie egal welche Kunden wir haben, da sind die, wenn wir Europa nennen, gehen die davon aus, dass der Sozialstandard auf europäischer Ebene ist, sodass da also keine Voraussetzungen zu befürchten sind, Kinderarbeit oder was Ähnliches. Gibt es in Europa nicht. Außerhalb von Europa, und wenn wir jetzt unsere Rohstoffe aus der Türkei und Usbekistan, China und sonstige Bereiche führen, da sind natürlich solche Dinge nicht automatisch gegeben. Und da haben wir natürlich jetzt Organisationen, die diese Dinge vor Ort kontrollieren. Und dort bekommen wir dann auch Zertifikate für unsere Lieferanten. Unsere Lieferanten müssen uns nachweisen, dass sie kontrolliert werden von einem anerkannten Unternehmen oder von einem anerkannten Institut. Und dieses Zertifikat bekommen wir. Und das leiten wir dann auf Anfrage an unsere Kunden weiter, sodass die auch sicher sein können, dass unsere Rohstoffe, die wir einkaufen, auf einem sehr hohen Level, auch vor allen Dingen, was die Erzeugung dieser Rohstoffe betrifft, nicht mit Kinderarbeit oder sonstigen unschönen Dingen dort erzeugt wurden. Es geht auch insbesondere darum, dass beispielsweise Arbeitsverträge existieren, dass Stundenlöhne festgelegt sind. Es geht nicht darum, unsere hohen Arbeitsstandards zu implementieren. Es geht um die Basics. Ein Arbeitsvertrag, ein Stundenlohn, geregelte Pausen, Urlaubsansprüche. Also wir können nicht jetzt unser System implementieren auf Systeme in, ich nehme jetzt mal die Andenstaaten, ja, hier Mercosur-Staaten. Ja. Das können Sie nicht machen, aber es geht mehr oder weniger um ein Grundgerüst an Leben, also an menschenwürdigen Arbeitsbedingungen. Ein Grundgerüst menschenwürdiger Arbeitsbedingungen. Kinderarbeit beispielsweise, nachmittags auf dem Feld ist nicht das Thema, wenn die morgens zur Schule gehen. Ja, das ist, es soll jetzt hier nicht auf einmal auch deren Wettbewerbsfähigkeit dadurch gefährdet werden, indem man sagt, das müssen genauso hohe Löhne sein wie in den westlichen Staaten. Das nicht, man passt das an, die Lebensbedingungen dieser Länder an. Aber man will insgesamt mehr Menschenwürdigkeit erzeugen, damit auch die Flüchtlingsströme eingedämmt werden sollen. Nehmen Sie mal Afrika jetzt. Ja? Afrika könnte ein Wahnsinnsrohstofflieferant für die Zukunft werden. Die Chinesen beuten ja Afrika jetzt schon ziemlich stark aus. So ist jedenfalls der Status. Ja? Und die Europäer, die Europäische Union, will das anders haben. Die wollen menschenwürdige Arbeitsbedingungen dort implementieren. Und da
werden die Lieferanten, wie wir, nicht die Lieferanten, sorry, die B2B-Kunden in die Pflicht genommen. Können Sie ein paar Beispiele nennen, was aus China kommt, was aus Usbekistan kommt? China zum Beispiel Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, das sind so die Hauptartikel, die aus China importiert werden. Es gibt ja Kunden, die sagen, wir möchten zum Beispiel nicht gerne Produkte aus China haben. Die haben einen hohen Anspruch an Qualität. Nur dann haben wir dort diesem Kunden auch mal erzählt, wie hoch dann diese Differenz ist von einem chinesischen Bio-Kürbiskern zu einem steirischen Bio-Kürbiskern. Und als er dann merkte, wenn nur das Land gewechselt wird, aber der Kürbiskern der gleiche ist, nur er wächst in Österreich und nicht in China, dass dann das Produkt 10 bis 15 Cent teurer wird. Und dann hat er gesagt, gut, dann muss ich halt mit diesem Mangel leben. Insofern zu diesen verschiedenen Produkten. Also die Kürbiskerne sind in China auch im Biobereich sehr sicher. Denn die EU hat jetzt gerade schon eine Verschärfung der ganzen Kontrollen eingeführt, sodass sämtliche Dinge, die dort erzeugt werden, hier erst überprüft werden, ob sie auch wirklich dem EU-Standard entsprechen. Und das ist jetzt mit einer hohen Sicherheit versehen, sodass wir auch davon ausgehen, dass die Qualitäten von der Erzeugung her einwandfrei stattfinden. Und wir machen natürlich unsere eigenen Kontrollen. Wenn die Ware kommt, wird sie untersucht. Sauberkeit, wir haben ein Röntgendetektiergerät, wir haben eine Laserscanner-Einheit, damit alle Fremdkörper aussortiert werden. Das ist nicht überall der Fall. Wir machen das und wir kennen deswegen auch die Lieferanten, die uns eine nicht so saubere Ware liefern und die werden dann zu C-Lieferanten deklariert. Und dann, das ist unsere Politik, wie wir die Qualität der Rohstoffe sichern. Türkei sind Nüsse oder? Türkei sind vor allen Dingen Sultaninen, natürlich auch Nüsse, Haselnüsse. Dort ist ein Big Player natürlich Ferrero, der hat einige Erzeuger aufgekauft und die Erzeuger, die noch nicht von Ferrero übernommen worden sind, da müssen wir sehen, dass wir dann noch unsere Nüsse kriegen. Und Usbekistan? Usbekistan ist auch ein wichtiger Lieferant für Sultaninen. Und die Qualität, die wir dort bekommen, nachdem wir einen Lernprozess mit den Lieferanten durchgemacht haben, dass die Kartonstabilität größer, stabiler gemacht wird und die nicht zusammengedrückt ankommen, dass die Sauberkeit optimiert werden muss, da haben wir denen auch sehr geholfen. Und das ist auch ein Lieferant, der eine gute Qualität liefert. Natürlich auch biotechnisch kontrolliert von Ceres oder anderen Organisationen, die dort vor Ort die Kontrolle übernehmen. Ja, gibt es weitere? Frau Klopsch. Schließt sich direkt an seine Fragen an, nach dem Bio. Wie hoch ist denn der Umsatzanteil und Produktanteil an Ihrem Sortiment? Und wollen Sie den, gibt es da eine Perspektive, wie Sie das ausbauen wollen? Bitte? 25% beim Brot, beim Müsli ist es aber fast 80%. Das geht jetzt um den Umsatzanteil, ne? Bitte? Der Umsatzanteil. Ja. Herr Lehnders? Ja, bei den Rohstoffen, Herr Detmers, wie erklären sich denn die Entspannung beim Roggen? Ja, das ist insofern Sie kennen den Schweinezyklus. Ne? Wenn das irgendwo dann Halbpreis hoch ist, dann wird viel angebaut und das ist in diesem Jahr erfolgt. Die Anbaufläche ist erweitert worden, somit ist auch die Menge dort gestiegen und aus dem Grunde gibt es dieses Jahr sehr viel Roggen. Das hat wiederum zur Folge, dass dieses Jahr wiederum die Preise aufgrund der höheren Mengen unter Druck sind. Und wir haben nun das Problem, das hat mein Bruder eben schon angedeutet, dass wir von einer hohen Menge natürlich erfreut sind, dass sehr viel Roggen dieses Jahr zur Verfügung steht. Nur wir haben aufgrund der Erntebedingungen eine viel zu gute Qualität. Das heißt, wir haben also extreme Probleme, eine backfähige Qualität zu finden. Ich sage nur mal eine Zahl. Eine Fallzahl sagt euch nichts, aber das ist eine Zahl, die ich nur mal als Beispiel nehme, ist geht backfähig ab 120 los. Und ideal für uns ist 140, 170 bis 200. Das ist für uns für Vollkornbrot ideal. Dieses Jahr ist, was uns angeboten worden war, 80% 300 bis 350. Und das kann man nicht backen. Dann ist die Verkleistungstemperatur weit über 70 Grad. Und wenn Sie es in den Ofen schieben, dann kriegen Sie die Hitze im Kern des Brotes gar nicht hin, dass es überhaupt verkleistert. Also kriegen Sie Klitsch raus. Nur das als laienhaft mal erklärt, warum wir das nicht nehmen können. Und jetzt ist die spannende Aufgabe vom Einkauf, Ware zu suchen, die wirklich nicht diese extrem hohen Fallzahlen hat. Und das ist dieses Jahr
Also mengenmäßig kein Problem, aber die Qualität ist ein Riesenproblem. Und da haben wir durch unsere langjährigen Kontakte Partner, die uns wirklich dort helfen, eine gleichmäßig gute Qualität zu einem einigermaßen backfähigen Bereich zu besorgen. Also im Prinzip ist der Roggen, hat er gute Qualität, zu gut, ja. Aber zu zu uns gut. Zu gut. Und wenn Sie jetzt andere nehmen, wie Harry oder Wendt oder Liegen, wie sie heißen, und die haben dort irgendwo 5 oder 10% Roggenanteil, dann ist das natürlich nicht so das Problem. Dann kann ich mein Weizenmischbrot mit Roggen, dann ist die Qualität nicht ganz so dramatisch. Wenn Sie aber wie wir ein 100%iges Roggenprodukt herstellen, dann ist die Qualität schon eine ganz spannende Aufgabe. Dann muss ich aber fragen, was ist denn das Qualitätskriterium, dass eine Qualität zu gut sein kann? Das hatte ich eben gerade gesagt, und zwar, wenn die diese Fallzahl, wenn die weit. Ja, aber welches ist das Kriterium? Ist das ein Feuchtigkeitsgehalt? Ist das ein Vitamingehalt? Nein, das ist diese Fallzahl, die kann man ganz kurz erklären. Dann machen Sie einen Schrot aus dem Korn. Wenn Sie das kontrollieren vom Landwirt, kriegen Sie das Muster. Er meint, ob es zu feucht ist. Nein, das meint er schon. Ich möchte jetzt kurz erklären, was das bedeutet. Dann nehmen Sie dieses. Diese Schrotung mit einer definierten Menge Wasser, dann haben Sie so ein Glas, dann kommt ein Gewicht oben rein. Und dann fällt dieses Gewicht in Sekunden gemessen bis zum Boden. Und dann, das sind diese Fallzahl, das sind die Sekunden. Und wir können sich vorstellen, wenn etwas mit 300 ist, dann dauert es 300 Sekunden, bis das unten ist. Dann ist das sehr zäh und, sehr, und für uns dann relativ trockenbackend. Dann können wir in diesen Mehlkörper nicht genügend Wasser binden. Und dann ist das ein relativ trockenes Brot. Und wir brauchen bei unserer langen Haltbarkeit von 6 Monaten eben eine hohe Wasserbindung. Das erzeugen wir mit Sauerteig, den wir ja über 10, 12 Stunden erstellen, genauso mit gekohlenen Körnern. Und das versuchen wir dann, diese Feuchtigkeit, die wir benötigen, für so eine lange Haltbarkeit so auch in das Produkt dauerhaft reinzubringen. Ich habe das verstanden, aber meine Frage ging in eine andere Richtung. In welcher Hinsicht ist dieses für Sie nicht so gut geeignete Roggenmaterial denn von guter Qualität? In welcher Hinsicht ist das denn, wenn Sie sagen, das ist uns eigentlich zu gut, dann ist ja die Frage, in welcher Hinsicht ist das ja, denn zu gut, wenn zu Sie gut es nicht gut ist nicht der richtige Ausdruck gewesen. Die Bandbreite geht bei uns von 120 bis 220, wo wir gut mitbacken können. Alles, was darüber hinausgeht und tiefer ist, ist schon mal schlecht. Zu gut sagt man immer die Bäcker, wenn die Fallzahl hoch ist, kann man viel Wasser binden, das ist gut. Aber natürlich, irgendwo gibt es auch Grenzen. Wenn ich dann über 220 hinausgehe auf 300, dann ist es eben nicht mehr gut, dann ist es wieder schlecht. Ja, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Das ist vielleicht noch nicht deutlich genug geworden. Wir backen Roggen, Vollkornbrot mit einer langen Haltbarkeit, ungeöffnet, bis zu einem halben Jahr. Das heißt, das Brot muss saftig und genussfrisch bleiben, ungeöffnet, bis zu 6 Monate. Und wenn das zu trocken ist, trocknet zu schnell aus und kriegt Risse. Das ist das K.O.-Kriterium dann. Ist das? Aber in einer gewissen Fallzahl, die zu hoch ist, wird es trocken. Ich nehme das jetzt so hin, alles danke. Ja, okay. Ja, das schon. Kleines Bäckereiseminar, Herr Krause. Herr Borcht. Ist das die Enzymaktivität, ist das eher von der Roggensorte oder der Züchtung oder ist das vom Klima her abhängig? Was sind die Erfahrungen? Also in diesem Jahr haben wir das festgestellt, dass es deutlich vom Klima her, die Sorte natürlich, ob Hybrid oder andere, das ist natürlich auch ein nicht zu unterschätzender Punkt. Die Landwirtschaft hat ja immer darauf gedrängt, hohe Fallzahlen zu züchten, weil es dann eben für sie kein Futterroggen ist. Und was dann in der Vergangenheit, wenn da mal schlechte Jahre waren, dann waren es dann 80 Fallzahlen, 90 oder 100 und dann konnten die das nicht verkaufen als Brotroggen. Denn ein Roggen ist ja dann erst werthaltig, wenn er als Brotroggen verkauft werden kann und Brotroggen beginnt bei 120. Und wenn das in der Vergangenheit immer unter 100 war, dann hatten sie nur Futtergetreide. Und aus dem Grunde ist das natürlich auch eine Frage der Züchtung gewesen. Das war immer eine Aufgabe an die Saatguthersteller, sorgt dafür, dass unsere Fallzahlstabilität besser wird. Das hat man jahrelang gemacht. Jetzt in so einem Jahr, wo diese Tendenz, die Fallzahl zu stabilisieren durch die Ernte, durch das Saatgut, wenn das natürlich dann noch potenziert wird in Bezug auf die Wetterbedingungen, die wir jetzt dieses Jahr gehabt haben, dann ist natürlich dieses Ding entstanden, was ich eben beschrieben habe. Gibt es Herr Lenders? Sie haben eben gesagt, Sie planen oder brauchen Preiserhöhungen in Ländern mit schwacher Währung. Wie sieht es in Deutschland aus mit den Preisen? Die sind stabil. Ja,
Die günstigen Roggenpreise haben wir eigentlich verwendet, um die Personalkosten, Frachtkosten und die gesamten anderen massiven Kostensteigerungen aufzufangen, sodass wir also keine Preiserhöhung machen mussten in diesem Jahr. Also die gesamte Branche aber nicht. Frau Klopsch? Ich habe noch mal eine Nachfrage zu den Nielsen-Zahlen. Ich habe ähnliche Zahlen von denen geschickt bekommen. Was heißt ähnliche Zahlen? Ich habe die Zahlen auch geschickt bekommen mit einer anderen Auflösung. Da, denen habe ich entnehmen können, dass Toastbrot ziemlich boomt im LEH. Vollkornbrot wird leider nicht gesondert ausgewiesen. Wie hat sich denn da das Vollkornbrot, die Produkte, die Sie verhalten? Das geht alles unter Schnittbrot. Darum habe ich ja eben auch gesagt, die Tabelle für Schnittbrot muss für uns der Maßstab sein. Es gibt keine eigene Auswertung für Vollkornbrote, das läuft alles unter Schnittbrot. Und Toastbrot ist separat, nochmal süße Brötchen und andere Produkte. Aber wir orientieren uns eigentlich einmal an dem Gesamtmarkt Brot und Backwaren, wie der sich entwickelt, und an dem Segment Schnittbrot. Und der ist ja dieses Jahr oder voriges Jahr um 2,7% gesunken. Insofern sind wir mit 1,9% plus schon, eigentlich müssen wir zufrieden sein. Ne? Ja. Der Gesamtmarkt wächst nicht unbedingt, weil Nielsen weist ja nur alle Produkte aus, die im SB-Regal mit Etikett oder Beutel verpackt sind. Da ist ja nicht die Menge von den ganzen Bäcker- und Brotshop-Umsätzen drin. Ne? Das heißt, wenn dieser Markt etwas sinkt, kann auch sein, dass die Bäcker mehr in ihren Shops verkauft haben. Oder all die in den Kassen, in diesen Aufbackstationen. Das erfassen die ja nicht bei Nielsen. Die nehmen ja nur SB-verpacktes Brot. Wir müssen jetzt schauen, Frau Klopsch, wie sich der Nutri-Score auswirkt. Ne? Wir hoffen natürlich positiv. Jetzt Prediger kommen uns sehr entgegen, weil es ein großer Bericht im Stern, dass der Verbraucher zwischen 30 und 40 Gramm Ballaststoffe zu sich nehmen sollte. Da liegen wir, wenn er zwei Scheiben Vollkornbrot vom Mestemacher isst, kriegt er das auf die Reihe. Also dann ist der Ballaststoffbedarf pro Tag gedeckt. Gibt es weitere Fragen, meine Damen und Herren? Also Herr Krause? Ja, noch eine winzige, weil Sie eben von Enkelfähigkeit sprachen, muss ich jetzt auch noch nachfragen, wie viele Enkel gibt es denn? Also, es gibt, jetzt fangen wir mal bei der Familie Helmer und Fritz Detmers an. Oder wenn man es alphabetisiert macht, erst der Fritz, dann die Helmer. Die haben ein Enkelkind mehr als wir, 4. Und mein Mann und ich haben 3 Enkelkinder. Und die sind jeweils von einem Kind? Nein, von 2 Kindern. Nein, nein. Bei uns, unser Sohn hat 2 Enkelkinder und unsere Tochter 1 Enkelkind. Also wir haben Tochter und Sohn. Mein Schwager und seine Frau haben eine Tochter und einen Sohn. Und bei uns ist es genauso. Wir haben eine Tochter, das ist die älteste, und einen Sohn. Und bei den Fritz und Helmer Detmers Kindern hat die Tochter 2 Kinder und der Sohn hat 2 Kinder. Und bei uns ist es so, unsere Tochter hat 1 Kind und unser Sohn hat 2 Kinder. Herr Hertlein. Ja, du ergänzt, das Alter ist von bis bei den Enkelkindern. 23 bis 2. Ja, okay. Gut, dann, wenn keine weiteren Fragen sind, dann würde ich zum dritten Teil übergehen. Frau Kerstin Schwendker-Pulcher wird jetzt alleine referieren. Ich möchte sie Ihnen kurz vorstellen. Sie ist Leitung Hagedorn Akademie. Sie wird das Unternehmen gleich selber vorstellen, live. 2016 bis heute war sie Personalchefin der Unternehmensgruppe Hagedorn und jetzt aktuell ist sie Leiterin der Hagedorn Akademie. Sie wird über Insight dieser erfolgreichen Unternehmensgruppe in einem Kurzvortrag Personalpolitisches vorstellen. Sie ist 52 Jahre alt, Mutter, wohnhaft in Petershagen. Sie hat lange Erfahrung als Coach, als Wirtschaftsmediatorin,
Sie hat viele Jahre Personalarbeit geleistet in Familienunternehmen, steht Ihnen auch anschließend noch für Fragen zur Verfügung. Und jetzt geht es erstmal um Hagedorn Insight. Ja, herzlichen Dank an die Unternehmensgruppe Miesemacher. Auch Ihnen herzlichen Dank für die Einladung in die Nachbarschaft. Ich weiß, Frau Professor Dr. Ulrike Detmers rief an und sagte, ich möchte mal ein bisschen was hören über die Best Practice bei uns aus der Nachbarschaft und ich freue mich. So, jetzt habe ich eben total viele spannende Dinge gehört, wo ich auch manchmal ganz gerne eingeschwungen wäre, so 150 Jahre, da sind wir noch weit von entfernt. Wir haben jetzt so ein bisschen das Problem, ich muss mit der Kollegin dort per Auge kommunizieren, dass wir hier weiterschalten, aber ich glaube, wir kriegen das hin, ne? Wir improvisieren hier einfach. Was mich auch freut, des einen freut, des anderen leid. Ich habe jetzt gestern ganz viel nochmal gekürzt und jetzt habe ich gerade gehört, ich habe doch noch ein bisschen mehr Möglichkeiten, ein bisschen ausführlicher zu sprechen. Wenn ich zu lange rede, stellen Sie mir einfach den Strom ab, aber es ist bei Personalern einfach so, die freuen sich, wenn wir alle zuhören müssen, ne? Und darum starten wir jetzt mal. Bevor ich jetzt so ein bisschen auf das Thema Personalarbeit eingehe und was uns umtreibt und was die Fachkräfte angeht, ist ja nun mal mein Spezialmetier, möchte ich aber noch kurz vorstellen, was die Firma Hagedorn eigentlich macht. Ich weiß nicht, hier gibt es ja jetzt sehr viele Kollegen, Kolleginnen, die sich ja mit Lebensmitteln auskennen, mit Presse natürlich. Ist die Firma Hagedorn bekannt? Irgendjemand, weiß irgendjemand hier, was wir tun? Nein, gut. Bitte? Ja, wir machen nicht nur Abbruch, aber dazu komme ich jetzt. Also es ist ein Unternehmen, das gibt es jetzt seit 1997, also noch gar nicht so sehr lange. Ich bin konkret 3,5 Jahre jetzt dabei und zu dem Zeitpunkt waren wir 220 Mitarbeiter. Dieses Jahr werden wir die 600 Mitarbeitermarke knacken. Wir sind im Moment schon Ende Januar bei 560. Wer sich so im Unternehmen bewegt, weiß, was das für ein Unternehmen bedeutet. Also sehr viel Arbeit, sehr viel Change Management, Strukturen. Aber kurz zur Gründung 1997 mit einer One-Man-Show, ein Bagger, Garage, ein bisschen geliehenes Geld, Thomas Hagedorn. Ich setze mich auf den Bagger, das kann ich. 2-3 Jahre später hat er seine erste GmbH gegründet, hatte 20 Leute. Und dann ging es so weiter bergauf. 2006, ein ganz wichtiger Meilenstein, die Gründung des Gütersloher Wertstoffzentrums. Das wird vielleicht dem einen oder anderen bekannt sein, unsere Entsorgungsgruppe. Dann haben wir eine eigene Tiefbausparte gegründet. Und was sicherlich ganz, ganz entscheidend und wichtig war, war 2013 die Gründung der Hagedorn Revital. Es handelt sich ja alles um 100-prozentige Töchter. Ich komme aber gleich darauf, was die Hagedorn Revital macht. Wir sind auch sehr innovativ, wir haben eine Internetplattform, das ist Brownfield 24. Brownfield beschäftigt sich mit der Vermarktung von Konversionsflächen, kontaminierte Flächen, Industriebrachen, belastete, schadstoffbelastete Grundstücke, alles, was der normale Unternehmer eher meidet, weil er sagt, ich weiß gar nicht, was mich im Boden erwartet, haben wir diese Plattform gegründet, diese Internetplattform. Das ist eine Firma, die Sie übernommen haben? Nein, nein, die haben wir selber gegründet. Die haben wir selber gegründet. Logpoint Ruhr komme ich gleich auch noch einmal zu. An der Logpoint Ruhr würde ich jetzt vorstellen, was eigentlich unsere Prozesskette ist. Und ich fand das ganz spannend, so wie sich das bei Ihnen anhört, sind Sie in diesem Jahr dabei, ja neue Geschäftsformen einzuführen, Geschäftsführer einzuformen, als führen, das so ein bisschen auf andere Beine zu stellen. Das haben wir in 2019 gemacht, da haben wir unsere Dezentralisierung gehabt. Das heißt, wir haben einen großen Geschäftsbereich, der immer geführt wurde von Thomas Hagedorn, verteilt auf externe Geschäftsführer. Fragen nach Kindern beantworten wir nicht, nach Enkeln auch nicht. Vorweg, nach meinem Alter auch nicht. Das war sehr anstrengend. Das liest sich so leicht, ja, aber da hängt sehr viel Arbeit hinter, bis man wirklich klar kommuniziert hat, was sind Bereiche, das alles definiert hat. Also 2019 steckt uns noch ein bisschen in den Knochen. Aber ja, es wird halt nicht langweilig. Die Schüttgut GmbH, das ist eine Spedition in Sassendorf, die haben wir übernommen. Ja, das war ein langjähriger Partner schon von uns, da gab es auch Probleme mit der Nachfolge und Thomas und der Herr Hollmann waren sowieso immer per Du sehr partnerschaftlich und dann haben wir gesagt, das passt zu uns, wir haben eh auch viele LKWs, das machen wir. Was für Schüttgüter transportieren Sie?
Ja, das hat aber jetzt mit der Schütt Gut GmbH nichts zu tun. Das heißt nur die Speditionsfirma, wir transportieren alles, was auf unseren Baustellen halt anfällt. Also na? Nicht Lebensmittel? Also nein, 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 nein. Kein Körner, kein nein. Nein, wir machen, also wir machen aktuell nur Bau, das kann sich natürlich alles noch ändern. Ja, hundertprozentiger Eigentümer, wir sind nur in Deutschland unterwegs im Moment, vorläufiges Konzernergebnis 210 Millionen, 560 Beschäftigte war jetzt Stand Januar 2020 und wir wickeln immer so um die 100 Baustellen gleichzeitig ab in Deutschland. In Deutschland sind wir Marktführer in der Abbruchbranche und auf, im weltweiten Markt sind wir auf Platz 13. Das sind unsere Standorte hier in Gütersloh, ist das Headquarter. Wir haben eben auch noch Standorte in Berlin, Hannover, Hückeswagen, Köln, Sassenberg und Ulm. Das ist unser Leitspruch. Wenn Altes weichen soll und Neues entstehen soll, ist Hagedorn der ideale Partner. Ich würde das jetzt einmal an diesem Kraftwerk Knepper festmachen. Hat jemand diese Sprengung mitbekommen? Das Kraftwerk ist Castrop-Rauxel, Dortmund auf dieser Ländergrenze und ist im März 2019 gesprengt worden. Ist auch durch die Medien gegangen. An dieses Kraftwerks würde ich einmal sagen, was wir machen. Wir machen nämlich nicht nur Abbruch. Da oben links sieht man jetzt in diesen Bildern, das ist ein stillgelegtes Kraftwerk von der Uniper. Und die Revital, die hundertprozentige Tochtergesellschaft der Hagedorn Holding, hat dieses komplette Gelände angekauft, das komplette Kraftwerk angekauft. Grundstücksgröße 580.000 Quadratmeter. Da haben wir die Zeiten aufgezeichnet, in denen wir dieses Kraftwerk zurückbauen. Und da kommt unsere Prozesskette. Wir kaufen solche Flächen an. Wir bauen es mit unserer Abbruchsparte zurück. Das ist sicherlich die Kernsparte, aus der Hagedorn entstanden ist. Wir haben eine eigene Entsorgung. Die haben wir in Gütersloh, in Köln und in Hannover. Wir haben eine Sprengunion im 2019 dazu gekauft, die dann diese Kühltürme sprengen kann oder Atombunker oder Ähnliches. Wir haben eine eigene Tiefbaugesellschaft, die das Ganze dann im Grunde genommen asphaltiert und die Revital verkauft es dann als Greenfield wieder in den Markt. Das ist eine nutzbare Fläche. Und wenn wir dann fertig sind, dann sieht das so aus. Dann ist aus diesem alten, schäbigen Kraftwerk mit belastetem Boden ist halt eine neue Logistikfläche geworden. Die Projektentwicklung auf diesen Geländen machen nicht wir. Wir arbeiten natürlich mit Projektentwicklern zusammen, ja, aber unsere Aufgabe ist einfach vom Brownfield zum Greenfield. Da kommen wir jetzt so ein bisschen zum Thema 2030. Wir unterliegen äußeren Einflüssen in der Hagedorn-Prozesskette. Und zwar werden aktuell täglich ungefähr 58 Hektar als Fläche frei ausgewiesen. Ja, jetzt ist Fläche natürlich nur endliche Ressource. Wir können nicht immer unendlich weiter Flächen freigeben. Einmal so zum Vergleich, das sind ca. 82 Fußballfelder, die täglich eben in den Markt gehen. Und die Politik hat natürlich im Rahmen der Nachhaltigkeit entschieden, dass wir irgendwo gucken müssen, wie wir diese Flächen sinnvoll nutzen. Und will bis 2030 diesen Flächenverbrauch drastisch verringern auf 30 Hektar. Das ist für uns erstmal sehr schön, ich finde für uns als Unternehmen natürlich, weil wir werden eine gute Auftragslage weiterhin haben. Ich finde es aber auch für uns als Menschen grundsätzlich eine ganz tolle Sache. Da haben wir das noch einmal grafisch dargestellt. Bis 2050 möchte die Bundesregierung diesen Flächenverbrauch gen Null bringen. Dass wir also gar keine zusätzlichen Flächen mehr in den Markt bringen müssen, sondern dass alle Flächen im Grunde genommen revitalisiert werden müssen. Das heißt, es muss sehr, sehr viel zurückgebaut werden. Kann man sich ja vorstellen. So, das sind jetzt leider auch unsere äußeren Einflüsse. Da habe ich mal einen Chart einfach abfotografiert aus einer Studie des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und habe jetzt dieses Smiley leider nicht mehr lachend da reinsetzen können, weil man da sehen kann, das prognostiziert, ne, man braucht sich gar nicht auf die Zahl selber festlegen, aber allein dort ist in der Prognose ein Rückgang von ca. 118.000 Stellen, nur im Baugewerbe vorgesehen. Jetzt per 2030. Jetzt haben wir im Vergleich 2030 noch weniger Flächen in dem Markt, es muss noch mehr zurückgebaut werden. Gleichzeitig ein totaler Rückgang im Baugewerbe ist für uns jetzt mal ein Problem. Ne? Da guckt man dann wieder zur Personalabteilung und sagt, ja, mach mal was. Ne? Ja, ist auch nicht so einfach. Großes Fragezeichen bei uns. Da gibt es nur noch eins für uns und ich denke, das gilt für viele Branchen, aber ich sage mal jetzt speziell für uns im Bau ist es noch mal ein bisschen schwieriger, weil wir auch noch mal dort branchenspezifische Probleme haben. Wir müssen investieren in Mitarbeiter und wir müssen investieren in Ausbildung.
Einmal zu den Grundbenefits, die wir sowieso schon bieten müssen bei uns. Man muss sich ja überlegen, wir haben zwei Drittel unserer Belegschaft sind gewerbliche Kollegen. Gewerbliche Kollegen sind jetzt zum Teil Kollegen, die sehr hart auf dem Bau arbeiten müssen, also die Bauhelfer sind. Wir haben unter den gewerblichen Kollegen aber auch Maschinisten, die eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit ausüben müssen, kann man sich vorstellen. Die haben, die fahren Maschinen, ja, die einen sehr großen Schaden ausrichten können. Das sind mittlerweile alles Hightech-Maschinen, da kommen wir noch hin. Und ein Drittel ist ungefähr, kaufmännisch, technisch. Der Markt ist heute schon hart umkämpft und wir haben einmal so aufgeschrieben, was wir Hagedorner schon bieten. Ja? Ganz wichtig oben drüber, und das sage ich immer wieder, wir wollen nicht einfach einen Wertekanon bieten, das machen sehr viele. Sie sprachen auch von Werten, die sind extrem wertvoll. Und das Beste ist, es kostet nichts, außer der eigenen Anstrengung. Es ist halt die Haltung, die wir haben unseren Kollegen gegenüber. Wir haben ein Jahr lang an Werten gearbeitet. Und dabei rausgekommen ist, fair, ehrlich, verbindlich, weil es war eine Riesenwunschliste der Belegschaft und unsere Geschäftsführer haben gesagt, nein, das kann ich nicht. Also das so viel kann ich nicht leisten, ich arbeite ja noch, ich bin auch nicht jeden Tag immer perfekt freundlich. Aber diese Werte, fair, ehrlich und verbindlich, das war was, wo sich unsere Mannschaft committed hat und hat gesagt, das ist auch messbar. Weil respektvoll, der eine sagt, Mensch, für mich bedeutet Respekt Folgendes, für mich bedeutet Respekt vielleicht, ich kriege innerhalb von 2 Stunden Antwort auf meine Mail und der andere sieht das ganz anders, ist schwer messbar. Also es war ein langer Prozess, der aber auch heute bei uns gelebt wird. Also die Schlagworte gehen immer so durch den Raum, fair, ehrlich, verbindlich. Wir sind per Du, das ist jetzt bei uns so ein bisschen anders. Wir haben eine private Zusatzkrankenversicherung, da komme ich gleich noch drauf. Attraktives Urlaubsmodell, ja. Ich glaube, wir bieten relativ viel für unsere Mitarbeiter. Schön ist übrigens auch einfach Hunde und Kinder willkommen. Ich sage Hunde und Kinder in der Reihenfolge, weil wir immer mehr Hunde als Kinder haben. Eine Frage. Wie viel Personal kümmert sich um diese 50 verschiedenen Sparten? Haben Sie Mitarbeiter, die sich darum kümmern? Das sind ja alles Dinge, die mit Pflege, mit Kontaktieren, genau, mit Besorgen und sonstigen Dingen zu tun haben. Das ist ja kein Selbstläufer. Nein. Also in der Personalabteilung sind wir 8 Mitarbeiter und zusätzlich fallen natürlich Teilbereiche daraus auch noch in die Akademie oder in die Verwaltung. Also es ist schon ein großer Aufwand. Ja, total. Hier haben wir mal so ein paar Fotos gemacht, da oben ganz, ganz spannend. Ich gehe einfach mal hin, so hier so. Das ist dann immer der Bereich, wo wir auch die hartgesottenen Bewerber nochmal überraschen können, weil die sagen, okay, einen Barbershop habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, den eigenen Friseur im Haus. Mit einer Whiskyflasche, die da steht, nie trinkt ihn einer, wird immer leerer. Ja, oben haben wir unser Cook and Chill, dann haben wir einen Physiotherapeuten, der sich ein bisschen um das leibliche Wohl kümmert, der ist bei uns fest angestellt und wenn er gerade keine Termine hat, dann geht er durchs Haus und fragt, kann ich mal am Schreibtisch Schulter-Nackenmassage machen. Er ist der beliebteste Mann bei uns im Unternehmen. Eine Frage, Frau Hagedorn. Ja. Frau Hagedorn. haben Sie auch eine Kita für Hunde? Ja, also Sie schmunzeln noch, aber tatsächlich kommt das, glaube ich, bald, weil wir natürlich jetzt auch Kollegen haben, die auch zuziehen und dann immer sagen, haben Sie eine Idee oder habt ihr eine Idee, wo lasse ich meinen Hund am Tag? 2 Sachen stehen bei uns drauf, weil ich habe auch selber Hunde. Die Kita für Hunde, aber auch, was machen wir mit den Senioren? Ja, also auch da. Nein, ich frage, weil mein Mann und ich, wir waren gerade in Oslo, unser Enkelsohn macht dort bei Norsk Hydro 35.000 Mitarbeiter, einer der größten Aluminiumproduzenten, ein Praktikum im HR-Bereich und da gibt es in der Tat, all das, was Sie gezeigt haben, ist dort seit 10 Jahren schon relevant und es gibt eine Kita für Hunde. Ja, also ich wäre dabei. Ich glaube, das kommt noch. Wir haben in 2019 etliche Awards gewonnen. Ich habe gerade gesehen, Sie haben da auch sehr viele Auszeichnungen, die für uns auch spannend sind. Ich würde jetzt einfach mal auf 2 Awards eingehen, um heute so nur noch mal ein bisschen was vorstellen zu können, in welche Richtung wir gehen. Und das sind die zwei HR Excellence Awards, die wir jetzt im November gewonnen haben. Das eine ist die private Zusatzkrankenversicherung. Das heißt, jeder Hagedorner bei uns ist Privatpatient. Natürlich im Krankenhaus, Einbettzimmer, Chefarztbehandlung.
Jeder Hagedorner hat ambulante Zusatzleistungen und wir haben eine Zahnzuzahlungsversicherung für die Kollegen. Wir wollten was schaffen, was wir wirklich auch bei den gewerblichen Einkommen und was man sich nicht einfach kaufen kann. Und kaufen kann man sich das nicht, weil es ohne Gesundheitsprüfung ist. Also jeder ist aufgenommen, laufende Erkrankung, Vorerkrankung und unsere Mitarbeiter können ihre Angehörigen auch noch versichern, ebenfalls ohne Gesundheitsprüfung und ohne Wartezeiten. Das ist was, wo wir sagen, das ist ein wirkliches Kriterium, wo wir gemerkt haben, dass wir dort Mitarbeiterbindung generieren. Es ist eine totale Dankbarkeit auch da. Auch heute kam wieder ein Kollege, der jetzt die Probezeit rum hatte und hatte dieses Paket, also es gibt dann dieses Paket, und hat sich einfach total wahnsinnig gefreut. Ne? Hat Bandscheibengeschichten und ist jetzt in einer ganz anderen Versorgungsliga. Und gerade auch unsere gewerblichen Kollegen, die sich immer abrackern und viele Leiden haben, die würden nie in eine private Krankenversicherung kommen, hätten überhaupt gar keine Möglichkeiten. Dazu haben wir eine App programmieren lassen, das zum Thema auch Digitalisierung. Wir haben viele ausländische Kollegen, die natürlich nicht unserer Sprache so mächtig sind. Wir haben diese App in 5 Sprachen programmieren lassen. Das ist unsere Hagedorn Gesundheitswelt. Über diese App können diese Kollegen in ihrer Sprache, also auf 5 mussten wir uns jetzt erstmal beschränken, aber es ist der größte Teil, können die halt ihre Rechnung einreichen, Informationen ziehen. Auch das ganze Material rumherum ist auch in 5 Sprachen übersetzt. Jetzt will man jetzt mal fragen, wie funktioniert das denn? Normalerweise sind Arbeitnehmer doch sozialversicherungspflichtig und krankenversicherungspflichtig mit ihrer Kasse, die sie sich aussuchen können. Das ist die Zusatzkrankenversicherung. Also eine Zusatzkrankenversicherung, die dann greift, wenn sie im Krankenhaus sind, die ambulanten Operationen übernehmen die mit und ansonsten natürlich die komplette stationäre. Mit denen haben Sie einen Vertrag abgeschlossen? Genau, wir haben mit 2 Partnern haben wir das entwickelt, mit 2 Krankenversicherungspartnern. Das war auch ein längerer Prozess, bis wir halt diese Konditionen im Grunde genommen stehen hatten, bis wir das, die Gesundheitsprüfung vom Tisch hatten, auch diese Versicherung für die Angehörigen mit. Können Sie sagen, welche das sind? Ja, das ist die Allianz und das ist die Barmenia. Okay. Das heißt, die Kosten dafür zahlt die Firma? Oder? Die Kosten trägt vollumfänglich die Firma. Und das ist ein Paket, ich sage mal, das ist auch noch für einen Mitarbeiter darstellbar, wenn er sagt, ich möchte meine Familie mitversichern, ich möchte meine Frau versichern. Das muss er natürlich selber zahlen oder seine Kinder. Aber er kann sich Bausteine raussuchen oder alles. Und es ist noch ein relativ schmaler Kurs, den er dann zahlt. Den 2. Award, den wir gewonnen haben, das war für KMU Innovation, also kleine mittelständische Unternehmen. Und das finde ich jetzt eigentlich nochmal ein sehr spannendes Thema, weil da kommen wir in das Thema Ausbildung, Fachkräfteentwicklung und wie schaffen wir auch Spaß für unseren Bereich, weil Bau ist jetzt nicht immer so interessant. Wir haben diesen Simulator, das ist ein Virtual Reality Simulator, entwickeln lassen, Idee Thomas Hagedorn, der hat jeden Tag Ideen, kann ich übrigens nur dazu sagen. Dann haben wir uns an Zeppelin gewandt. Zeppelin hat diese Kabine gestellt, das ist also eine echte Baggerkabine. Und dann wurde in Schweden die Software programmiert für diesen Simulator. Er ist in Europa einzigartig, manche sagen weltweit, so weit will ich nicht gehen, irgendwo mag es immer noch was gehen. Europaweit sind wir auf jeden Fall einzigartig mit diesem Simulator. Es war eine lange Entwicklungszeit, man muss sich vorstellen, man setzt sich da rein und man kann verschiedene Programme aufspielen. Also Sie sitzen in diesem Bagger und haben rundherum Displays, 360 Grad. Sie sehen, dass ein LKW heranfährt, sich vorne postiert und dann habe ich wirklich das Gefühl, ich sitze da drin. Aber dieses alles zu programmieren, ja, wie breche ich Gebäude ab, also 100 Meter hohe Gebäude oder wie belade ich halt Maschinen. Das war sehr aufwendig, weil es natürlich auch wirklich passen muss. Ja. Dieser Simulator, den wir jetzt da gezeigt haben, der wird auch Bestandteil in unserer Kinderuni. Das war, glaube ich, auch der Artikel, wo Sie auf uns gestoßen sind. Kinderuni, Uni nur was für Große, nicht bei uns. In der Kinderuni werden wir diesen Simulator einsetzen können, um einfach Spaß an dem Beruf des Maschinisten zu wecken. Wir starten jetzt in Gütersloh am 13. Februar erstmals damit. Es gibt 5 Vorlesungen für die Kinder. Die Kinder sind im Alter von 8 bis 12, stammen aus unseren Kooperationsschulen, stammen von Mitarbeitern, stammen so aus dem Gütersloher Bereich. Einige kommen vom Haller Gymnasium, also
wo auch die Kinder von uns gehört haben. Im Moment haben wir schon eine kleine Warteliste, weil wir gesagt haben, wir starten erstmal mit 30 Kindern. Wir müssen gucken, wer es ist. Die wollen ja auch ein bisschen Ansprache haben. Wir werden 5 Vorlesungen halten, natürlich kindgerecht. Auch das wird für uns neu. Wir sind ja sonst nicht so, dass wir täglich mit Kindern zu tun haben, sondern eher schon mit Erwachsenen. Aber unsere Jungs haben Spaß dran. Wir schauen mal, wie sie sich machen als Professoren. Wir versuchen denen dann das Thema Abbruch beizubringen, damit die halt nicht denken, okay, ich baue da jetzt einfach mal, ich gehe mit einer Abrissbirne in so eine Garage rein, sondern auch da ist natürlich wichtig, dieses Thema Nachhaltigkeit, die werden sehr früh auf Nachhaltigkeit geprägt, Thema Greta, ja. Und wir müssen halt zeigen, wir als Unternehmen sind auch interessant, wir machen was Nachhaltiges. Wir machen nicht nur einfach was kaputt, sondern was wir machen halt hat einen Sinn. Wir bringen denen das Thema Tiefbau nahe, dann gibt es ein Seminar zum Thema Revitalisierung, Entsorgung, auch ein ganz wichtiges Thema, natürlich der sekundären Rohstoffe. Was passiert eigentlich? Vieles von dem, was wir abbrechen, was wir aus einem Kraftwerk gewinnen oder aus anderen Gebäuden, wird ja aufbereitet und landet in letzter Konsequenz wieder in der geteerten Straße. Und natürlich die Maschinenkunde, in der dann unser Baggersimulator eine große Rolle spielen wird. Es gibt dann das Abschluss-Hagedorn-Diplom. Wir haben auch schon so Hüte besorgt, wie man die eben bei den amerikanischen College-Feiern kennt. Ja. Und im September 2020, wenn wir dann die ersten Erfahrungen gesammelt haben, wenn wir wissen, was machen wir gut, was müssen wir verbessern, dann möchten wir das ganz gerne natürlich auf unsere Standorte in Köln, Hannover ausweiten. Ja. Im Moment 2020, 8 bis 12 Jahre, 2030, dann wenn wir unsere Not haben, ja, sind diese Jungen und Mädchen, die wir heute ansprechen, 18 bis 22 Jahre. Und das ist unser Beginn jetzt, in diese Ausbildung zu investieren. Ja, ist ja von unserer Seite ein reines Invest. Unsere Kollegen stellen sich zur Verfügung. Wir werden das zweimal jährlich machen, an aktuell dann 3 Standorten. Das heißt, wir werden im Jahr circa 60 Kinder pro Standort durchkriegen, also ungefähr 200 Kinder, denen wir unser Unternehmen nahebringen können. Vielleicht schaffen wir das auch nochmal, dass wir das Ganze ein bisschen größer machen, aber erstmal klein mit ein bisschen Qualität, wenn es dann funktioniert, vielleicht auch größer. Das ist so einer unserer Bausteine, mit dem wir beginnen wollen, diesen Fachkräfte, diesem demografischen Wandel auch entgegenzutreffen. Ansonsten kann ich mich nur da anschließen an das, was Sie vorhin schon eben sagten. Ganz wichtig sind diese Werte, ganz wichtig sind natürlich klare Strukturen und Regeln. Ich bedanke mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und nochmal herzlichen Dank an Sie.